Herzlich willkommen, meine Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, wie ihr schnell und einfach Coins machen könnt, Freunde. Wenn es euch natürlich gefällt, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben, sehr, sehr gerne auch ein Abo da lassen, wenn ihr neu hier seid. Wahrscheinlich mit eins der letzten FIFA-Trading-Videos für dieses Jahr. Ich weiß nicht mehr, ob ich dieses Jahr noch so viele rausbringe, sage ich euch, wie es ist. Ich würde sagen, ich werde wahrscheinlich jede Woche eins noch bringen. Wenn ihr über 100 Likes auf dieses Video hier schafft, werde ich jede Woche wahrscheinlich ein Trading-Video noch bringen. Man muss sagen, ja, lohnt sich jetzt nicht mehr jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein Video rauszuhauen. Und ich würde sagen, wir starten rein mit den Trading-Tipps. Wie gesagt, wenn ihr stark supportet, dann sehe ich das ja. Dann würde ich natürlich da vielleicht ein, zwei Videos noch weiterhin pro Woche raushauen. Mal gucken, wie gesagt, schreibt auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, ob ihr noch so Videos sehen wollt, was ihr vielleicht anderes sehen wollt. Schreibt das sehr, sehr gerne rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die erste Methode rein für heute. So, Freunde, erste Methode ist eigentlich für Leute, die jetzt nicht so viel Budget haben, aber du kannst damit ordentlich Münzen mitmachen. Ihr stellt hier 350 ein und dann geht ihr, egal welche Liga. Liga ist wirklich egal. Wichtig ist, ihr sucht nur 77er, 78er Karten. Ihr bietet auf die 350 bis 400. Das Ding ist, die werden natürlich für diese ganzen Upgrades, wo man Rating braucht, werden die benötigt. Und ihr könnt die alle problemlos für 350er bieten. Wir werden jetzt mal von jeder Liga die erbieten. Wie gesagt, da werden wir von manchen auch nicht so viele bekommen, aber ihr bietet auf jeden 77er, 350, 78er, die ihr seht, die 78er haben wir jetzt hier noch keinen gesehen. Das macht ihr mit, könnt ihr auch mit den Nicht-Top-Ligen machen. Ich mache das gerne mit den Top-Ligen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Innenverteidiger sogar mit 78 Punkten. Da kann man direkt mal 400 drauf bieten. Umso besser, wenn er einen Punkt mehr hat. Hier die beiden kann man auch bieten. Kann sein, dass der hier weggekauft wird, bei 600 sehr, sehr günstig ist. Und die werden wir alle zwischen 700 und 900 verkaufen. Die könnt ihr für den Preis draufstellen. Wichtig ist, wenn ihr diese Methode macht, dass ihr das wirklich mit 100 Stück macht, weil wenn ihr das jetzt nur mit 20 macht, habt ihr natürlich auch nur eine geringe Chance, dass ihr 20 maximal verkauft. Ich denke mal, das sollte klar sein. Wenn ihr das mit 100 macht, ist das natürlich viel, viel effektiver. Aber ihr seht, es gibt hier einiges zu bieten für 77er Rating. Gibt hier sehr, sehr viele Spieler, das ist das Gute. 78er gibt es jetzt nicht so viele, aber das ist auch gar nicht schlimm. Die werden wir später noch sehen. Ihr könnt natürlich auch immer ein paar Seiten nach hinten gehen, weil vorne ist natürlich sehr viel geboten. Hier haben wir zum Beispiel, glaube ich, so ein Silber gesehen von Leipzig. Kann man sogar direkt 450 drauf bieten, weil er natürlich auch ein 79er Rating hat. Zu 79er Rating kommen wir auch noch gleich. Wie gesagt, ihr seht das hier, könnt ihr problemlos wirklich auf jede Karte bieten. So, bieten wir mal drauf. Silber könnt ihr auch bieten. Ja, so könnt ihr das einfach machen. Und dann gehen wir mal durch. Was zum Beispiel jetzt ein Silber kostet. So ein Silber, da gehen wir nämlich jetzt drauf ein. Die 79er sind wirklich brutal. Also sollte Sil, weiß nicht, ob man den jetzt hier so findet, aber mal, ich hoffe mal, dass man den hier so findet. Den Boy hat nämlich nur 79. Ja, hat genau nicht gereicht. Ja, müssen wir anders eingeben. So, gucken wir mal. Nee. Silber, so, geben wir das mal ein. Gucken wir mal, was die Karte von dem Boy kostet. Die nehmen wir mal mit, weil ihr habt gesehen, die billigste bei 1,2 war nichts da. Und da wissen wir schon mal, okay, das war sogar noch die Frankfurt-Version. Da könnt ihr nämlich echt gut snipen mit diesen Spielern. 1,5 geht das safe weg, weil das ist auch noch die Frankfurt-Version, hier gibt es eh nur einmal. 1,5 geht da weg, also alles, was ihr dann unter 1,5 bekommt, könnt ihr mitnehmen. Und das heißt, ihr könnt natürlich hier einstellen, ihr wisst, 1,5 geht da weg, ihr bietet auf jeden Silber eure 7,8,900, macht 700 Coins pro Silber Gewinn. So könnt ihr das machen. Ich zeige euch jetzt doch gleich, wie ihr die Karten am besten rausfiltert, dass ihr nicht nur einen Silber jetzt zum Beispiel habt. Wir gucken mal, was wir hier bekommen haben. Für wie ist der Silber denn abgelaufen? Ja, für 550, 1K derjenige, der den jetzt erboten hat. Für der ist 1K ausgelaufen. Wie gesagt, ihr könnt da immer dann noch ein bisschen mitbieten. Ja, immer ein bisschen mitbieten ist wichtig. Und dann würde ich sagen, ja, haben sogar ein paar 78er anscheinend gestern noch erboten. Ich stoße die ja persönlich immer in die SBCs mit ab. Deswegen für mich das von Vorteil, dass ich mir die so erbiete. Wenn ihr die Packs macht, könnt ihr euch die Packs so billiger machen oder ihr füllt eure Liste damit. Wie gesagt, ich würde diese Karten, ich werde euch das jetzt an 4-5 Karten zeigen. Die hier würde ich immer für 900 reinstellen, die 78er. Immer für 900.
macht ihr 500 ungefähr pro Karte Gewinn. Die hier würde ich für weniger reinstellen, für so wie gesagt 800, 850 würde ich die empfehlen, so reinzustellen. Ihr könnt auch jeden gleich reinstellen, das ist eigentlich völlig egal. Ihr sagt, ich stelle jetzt den hier noch rein und den Rest speichere in den Verein, weil wie gesagt, ich stoße hier ab für die SBCs. Ihr haut die aber alle auf die Liste, dass eure Liste natürlich auf 100 ist. Hier den nächsten Silver für 950 bekommen. Ihr seht, also ihr kriegt diesen Non-Vers richtig gut erboten. Wieder 500 Coins für einen Silver bekommen. Der Silver läuft auch gleich aus. So, jetzt zeige ich euch natürlich, wie er das macht, dass er euch diese Spieler raussucht. Ja, das ist mein aktuelles Aufgabenteam für Serie A, aber das ist eine andere Geschichte. So, ihr geht jetzt zum Beispiel auf Bundesliga, ne? Dann geht ihr, wir sagen jetzt mal auf Non-Vers, und dann geht ihr auf Dream Squad Spieler und dann geht ihr durch. Wie gesagt, könnt ihr euch einfach ein paar auf die Bank packen, die interessant sind. Ihr könnt euch auch eine komplette Mannschaft mit denen bauen. Und dann schaut ihr, welche interessant sind. Da könnt ihr natürlich alle durchschauen. Das könnt ihr mit jeder Liga machen. Wie gesagt, 79, ihr seht, wie viel das hier gibt. Ihr könnt das wirklich mit jeder Karte jetzt machen. Mit dem Silber haben wir es ja jetzt gerade als Beispiel schon gemacht, dass es gut geklappt hat. Okay, den will ich jetzt nicht raushauen. Dabur können wir uns noch merken. Wir gucken jetzt mal, was die Boys hier kosten. Wie gesagt, und dann bietet ihr so, dass ihr mindestens 500 Coins Gewinn macht. Ihr seht jetzt her, der kostet 2,2. Würde ich bis 1,5 mitbieten bei dem. Also kann man jetzt mal Preisvergleich gucken, ob es was gibt für 1,5. Okay, bieten 1,7, dann lohnt sich der Boy schon mal nicht mehr. Denzebani, gucken wir mal, was er kostet. Die werden alle wahrscheinlich um die 1,5, 1,6 kosten. Oder halt mehr, okay. Ist er gewechselt, der Denzebani? 3K. Könnte man den sogar fast mitnehmen für seinen 600 mehr zu verkaufen. Aber wundert mich, dass er jetzt hier 3 noch was kostet. Neuhaus ist jetzt so ein Beispiel. Neuhaus geht nicht, weil er out of packs ist. Er hat diese Food, diese 88er Karte hat der. Schwolo sollte günstig sein. Schwolo ist 1,4, 1,3 wahrscheinlich. Ja, ja, 1,3. Würde ich jetzt bei ihm so 800 auf jeden Schwolo bieten. Ja, hier bieten wir einfach mal 600 auf den. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht ein paar bekommen können. Und so könnt ihr das wirklich mit jeder Karte machen, die das Rating 79 hat, weil jede 79er Karte aktuell 1,5 kostet. Wir können auf den Markt nochmal gehen, den Dabur würde ich nochmal nachschauen. So könnt ihr das dann machen, Freunde. Es könnte sogar sein, dass sogar schon was weg ist von den Karten. Würde mich nicht wundern. So, Dabur, gucken wir mal, auch 1,5, ja, auch ein bisschen teurer, 1,8 ungefähr. Und seid ehrlich, keiner würde denken, dass diese Karten fast 2K kosten. Und ihr könnt dann auf jeden Dabur, ihr könnt auch seitenweise bieten. Macht da pro Karte dann wieder eure 1K Gewinn. Ihr könnt auch versuchen, da mehr mitzubieten. Wie gesagt, spielt meistens nur einmal mit. Wenn ich dann nicht bekomme, war es das. Okay, wir haben nochmal was verkauft. Gucken wir nochmal, wie gesagt, das sind die Icons, die ich drauf habe. Okay, wir haben den Silver einen direkt wegbekommen. Den haben wir auch gemeinsam draufgestellt für 900. Das war... Und die ganze, okay, die 77er, das sind die, wo ich noch doppelt hatte, die ich doppelt gekauft habe. Den haben wir zum Beispiel für 850 vorhin draufgestellt. Also sind, ist er hier weggegangen und er hier und er hier. Also drei Stück haben wir schon verkauft. Und ihr seht innerhalb von ein paar Sekunden, wo das Video läuft. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, wie viel ihr verkauft, wenn ihr das einen ganzen Tag lang macht. Und hier wieder ein Silber für 850 ausgelaufen. Hätte man wieder mitbieten können, habe ich jetzt verrafft, nochmal mitzubieten. Bieten wir einfach auf die nächsten wieder. Und ihr seht hier, Schwolos, 1,3 war er wert. 700 Münzen pro Schwolo wieder. Gar kein Problem. Also ihr seht, wie leicht das ist, aktuell Münzen zu machen, Freunde. Das ist, also es ist wirklich einfach. Wie gesagt, diese Methode ist... Kann jeder machen. Das können Leute machen, die so viele Coins haben wie ich. Das können Leute machen, die weniger Coins haben. Die brauchst wahrscheinlich, wenn du das mit einer 100er Liste machst, nicht mal 100k. Also das ist wirklich optimal. So, dann stellst du die noch drauf für 1,3. Wie gesagt, das ist wirklich ein guter Profil. Ihr könnt hier auch ein bisschen UV draufstellen, aber ich stelle jetzt für 1,3 drauf. Das sind 700 pro Karte, was
absolut klar geht. Und die nächsten zwei Schwolos bekommen. Also ihr seht, man bekommt die sehr, sehr gut. Dabua kriegt man wahrscheinlich auch noch. Ich zeige euch jetzt mal noch das mit den Icons. Wie gesagt, das habe ich ja im letzten Trading-Video schon gezeigt mit den Icons, wie ich mir die Icons immer kaufe. Aber wir gucken immer mal so gemäß, ob es noch was gibt mit den Icons. Wie gesagt, ich zeige euch ja immer, was ich mir da einkaufe. Ich gehe immer bis 72,5 und dann schaue ich, ob es was Interessantes gibt für den Preis von Icons. Van Nistelrooy wäre interessant, wenn er für 70 drin wäre. Ist leider 72, würde ich nicht mitnehmen. Gucken wir mal, was noch am Start ist. Hachi wäre auch für 70 guter Preis gewesen. Raul ist immer interessant, nehmen wir auch mit. Raul kann man sich immer mitsneaken. Schuka kann man sich mitnehmen für 70 als ZM, gute Karte auf jeden Fall. Und der Rest lohnt sich nicht, ne? Und die nehme ich mir dann immer mit und stelle ich dann so um die 8 bis 10k mehr rein, dass ich so 5k ungefähr mit einer Icon Gewinn mache. So, Raul auch rein. So, und dann geht das schon klar, wie gesagt. Und so habe ich aktuell meine Liste gefüllt mit den Icons. Wir können nochmal nach den Non-West schauen jetzt. Sollten jetzt ausgelaufen sein, wie gesagt. Habe jetzt nicht mehr mitgeboten. Ihr wisst, Dabur 1,8 kostet einer für 59 ausgelaufen. Den anderen haben wir bekommen. Das ist über, guck mal, und wie viele hier auslaufen. Das haben die meisten nicht auf dem Schirm. Also wer jetzt noch Münzen machen will, wie gesagt, das ist wirklich so einfach. Ihr seht, für wie wenig die hier auch auslaufen, ne? Okay, jetzt bieten die Leute schon 1,5. Okay, haben die ersten das wohl schon kapiert, dass sie ein bisschen mehr kosten, diese Karten. Aber ihr seht das gerade am Prinzip Schwolo, dass wir da jede Karte fast bekommen haben. Und ich würde euch empfehlen, macht das jetzt nicht mit den Karten, die ich hier im Video gezeigt habe. Macht das mit Spielern, die ihr euch selber raussucht. Wie gesagt, wie ihr euch die raussucht, habe ich euch ja gezeigt. Das kann wirklich jeder. Das ist wirklich einfach und ihr macht da pro Karte locker eure 500 bis 1000 Coins, was auf jeden Fall klar geht. Wie gesagt, den können wir auch nochmal 1k bieten, den auch. So, und dann würde ich sagen, Freunde, bin ich für heute raus. Ich hoffe, euch hat das vielleicht letzte Trading-Video für dieses Jahr gefallen. Wenn ja, lasst gerne nochmal Support auf das Video da, Freunde, würde mich sehr freuen. Wünsche ich euch einen schönen Tag, haut rein, ciao, ciao, bis dann, meine Freunde.